Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns mal wieder die spannendsten Karten der Welt anschauen. Lasst uns keine Zeit verlieren und starten wir direkt rein. Auf der ersten Karte heute sehen wir die Verteilung der römischen Legionen im 2. Jahrhundert nach Christus. Insgesamt umfasste die römische Armee zu der Zeit 30 Legionen, was ungefähr 160.000 Mann entsprach. Wir müssen dazu sagen, dass sich das Imperium zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Macht befand und nur wenige Bedrohungen von außen bestanden. Im Westen war quasi alles erobert worden, weshalb in Spanien auch nur eine Legion stationiert war. In Britannien waren es drei, wobei hier vor allem Attacken aus Schottland abgewehrt werden sollten. Und auch in der Region, die hauptsächlich Frankreich umfasste, waren vergleichsweise wenige Truppen stationiert, da hier lediglich die Verteidigung gegen einige kleinere Stämme gewährleistet werden sollte. In den afrikanischen Provinzen war sogar jeweils nur eine Legion stationiert. Hier diente die Sahara als natürliche Barriere gegen potenzielle Feinde. Erst spannend wird es, wenn man Richtung Osten blickt. Dort sind einmal 10 Legionen und im Nahen Osten 8 Legionen stationiert. Hier sah sich das Römische Reich zu der Zeit auch mit den meisten Feinden konfrontiert und wie wir auf der Karte sehen, verlief hier auch die längste Grenze zu fremden Territorien. Zu der Zeit gab das Römische Imperium ca. 2-3% seines Bruttoinlandsproduktes für seine Armee aus, was ca. 150 Millionen Dinari entsprach. Das NATO-Ziel von 2% hätten sie also damit erreicht. Die USA als größte Militärmacht heutzutage geben dabei mit 3,7% nochmal deutlich mehr für ihr Militär aus. Auf der nächsten Karte sehen wir die früher vorherrschenden Religionen in Ländern, die heutzutage zu großen Teilen muslimisch sind. Der Islam verbreitete sich ja ab dem 7. Jahrhundert über große Teile des Nahen und Mittleren Ostens und Nordafrika. Dabei können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass die Menschen der heutigen Länder Türkei, Marokko und Algerien hauptsächlich christlich waren. Diese wurden aber natürlich lange von den Römern beherrscht und diese verbreiteten ja das Christentum im gesamten Reich. Ägypten, Libyen und der Sudan waren hauptsächlich von koptischen Christen bewohnt, wohingegen in der Sahelzone vor allem traditionelle afrikanische Religionen verbreitet waren. Auf der arabischen Halbinsel waren es vor allem traditionelle arabische polytheistische Religionen. Diese wurden aber als erste vom Islam verdrängt. Wenn man noch weiter nach Osten schaut, zum Beispiel nach Afghanistan, Pakistan oder Indonesien, waren dort vor allem der Hinduismus und Buddhismus vor der Ankunft des Islams vorherrschend. Die nächste Karte finde ich ebenfalls sehr spannend, da ja durch die ukrainischen Flüchtlinge aktuell die Flüchtlingsfrage in Deutschland wieder sehr hoch kocht. Diese Karte zeigt die Akzeptanz von Flüchtlingen in verschiedenen Teilen der Welt. Sie stammt zwar aus dem Jahr 2019, trotzdem gibt sie ein gutes, ungefähres Stimmungsbild in verschiedenen Ländern ab. Die höchste Akzeptanz von Flüchtlingen sehen wir in den nördlichen Ländern, Kanada und Island. Diese werden dicht gefolgt von Australien und Neuseeland und tatsächlich auch Sierra Leone, mit dem ich hier auf den ersten Blick nicht gerechnet hätte. Tatsächlich sehen wir hier aber einige Länder in Westafrika und der Sahelzone, die Flüchtlingen gegenüber sehr offen gestimmt sind. In Europa stechen vor allem Spanien, Deutschland, die Niederlande und die skandinavischen Länder heraus. Wobei die Umfrage in Schweden heutzutage wahrscheinlich anders aussehen würde, da die neu gewählte Regierung ja doch einen eher gegenteiligen Kurs einschlägt. Die Länder mit der geringsten Akzeptanz von Flüchtlingen befinden sich erstaunlicherweise alle auf dem Balkan. Wir sehen hier Nordmazedonien, das gefolgt wird von Ungarn, Serbien, Kroatien und Bosnien und Herzegowina. Diese Länder waren natürlich alle direkt oder indirekt durch die Flüchtlingsströme über die Balkanroute betroffen, wodurch ein solches Stimmungsbild entstanden sein könnte. Wir sehen dabei auch in der Türkei, die ja oft der erste Anlaufpunkt für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa war, ein eher negatives Stimmungsbild gegenüber Flüchtlingen. Was könnte eurer Meinung nach der Grund für die negative Einstellung in diesen Ländern sein? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und auch die nächste Karte wollte ich unbedingt noch mit reinnehmen, da sie zeigt, warum besonders Deutschland auch heute noch so föderal organisiert ist. Sie zeigt Zentraleuropa im Jahr 1211 und wir sehen ein wahres Chaos, das sich über die gesamte Region des heutigen Deutschlands zieht. Während andere Länder wie Frankreich, England oder Tschechien bereits über große Territorien verfügen, die in ihrer Form teilweise schon der heutigen relativ nahe kommen, sehen wir Deutschland auf dem Höhepunkt der Kleinstaaterei. Es gibt so viele kleine Königreiche, Fürstentümer und so weiter, dass wir auf der Karte gar nicht alle erkennen können. Die meisten waren zwar lose unter dem Mantel des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation organisiert, in den meisten Belangen sahen sich die Herrscher aber als unabhängig an. Und wie wir wissen, sollte es noch viele Jahrhunderte dauern, bis die deutschen Territorien in einem Land vereinigt werden sollten. So, und das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die letzte Folge an. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.